Ja, vielen Dank. Ich möchte heute tatsächlich etwas vorstellen, eben im Zusammenhang mit meinem mit dem letzten Buch, das Frau Epple ja erwähnt hat, also die Gesellschaft der Singularitäten zum Strukturwandel der Moderne. Und zwar hat sich das eigentlich ganz gut gefügt. Also als ich vor, das muss ja anderthalb Jahre her gewesen sein, die Einladung ja hin erstmals bekommen habe, hatte ich dann sofort gedacht, das passt ja gut, gar nicht nur wegen der Praktiken, sondern weil ich dann an dem Buch saß und es also auch ein Kapitel zu Vergleichen gab und ich mich auch mit Vergleichspraktiken dann erstmals eigentlich beschäftigt habe und dachte, dann kann man das also gut hier eigentlich hineinbringen, hier hineintransportieren. Also was ich eben machen möchte in dem Vortrag, der heißt jetzt der Vergleich des Unvergleichlichen, Singularisierungsprozesse und Vergleichspraktiken, ist eigentlich das, dass ich Ihnen zunächst einmal einen, man könnte sagen, analytischen Bezugsrahmen, also einen heuristischen Bezugsrahmen sozialtheoretischer Art präsentiere, der eben darauf beruht, eben eine soziale Logik des Allgemeinen und eine soziale Logik des Besonderen zu unterscheiden, als zwei Strukturierungsformen des Sozialen. Das ist eigentlich auch der Kern des Buchs, könnte man sagen. Also darauf beruht auch das gesamte Buch, also zwei Strukturierungsformen des Sozialen zu unterscheiden, soziale Logik des Allgemeinen, soziale Logik des Besonderen. Und diese Unterscheidung, die ist ja so eigentlich bisher, also so systematisch glaube ich noch nicht gab, obwohl die bei vielen Autoren auch schon angedeutet wurde, die werde ich Ihnen erstmal entfalten. Das sind also eine idealtypische Unterscheidung gewissermaßen. Und ich präsentiere Ihnen das eben deshalb, weil ich denke, dass diese Unterscheidung eigentlich auch für Sie nützlich ist oder für uns nützlich ist, wenn es um die Analyse von Vergleichspraktiken geht. Also weil ich denke, dass gerade diese soziale Logik des Besonderen oder soziale Logik der Singularitäten eben nochmal in spezifischem Maße und auch in spezifischer Kompliziertheit Vergleichspraktiken erfordert, und das sind auch teilweise andere Vergleichspraktiken mit anderen Problemen, und darauf werde ich dann also im letzten Drittel des Vortrags heute eingehen. Also die ersten zwei Drittel, da geht es eben erstmal um diese Entfaltung dieser beiden Logiken des Sozialen, wobei ich das dann auch kurz auf die Spätmoderne anwende. Also das ist in dem Buch, wenn Sie das kennen, ja eigentlich das Zentrum, das ist ja eigentlich in der Theorie der Spätmoderne. Ich versuche mich so ein bisschen jetzt auch nach Ihnen zu richten. Das ist nicht für alle von Ihnen interessant. Das sind ja auch Historiker da, Historikerinnen und so weiter, die es ja auch gerade für die also zeitlich weiter zurückliegenden Phasen sich interessieren. Insofern werde ich das aber kurz trotzdem Ihnen auch auf die Spätmoderne dieser Anwendung präsentieren, weil das ist für mich eigentlich oder war für mich eigentlich auch das Interesse überhaupt, diese beiden Logiken zu unterscheiden, weil ich nämlich denke, dass man gerade die Spätmoderne, also die letzte Phase in der Entwicklung der Moderne, also die Moderne der letzten 30, 40 Jahre, im Grunde eigentlich nur begreifen kann, wenn man eben diesen besonderen Aufschwung oder diese besondere Strukturierungsleistung der sozialen Logik des Besonderen gegenüber der in der Industriegesellschaft ja viel dominanteren sozialen Logik des Allgemeinen berücksichtigt. Das wird also in den ersten, da gibt es ein paar Beispiele, das wird in den ersten zwei Dritteln sein. Dann werde ich das auf Singularitätsmärkte kurz beziehen, weil ich denke, also gerade wenn es um die Märkte von singulären Gütern geht, stellt sich eben besonders die Vergleichsproblematik, und dann haben wir dann die Überleitung zum letzten Punkt, also die Vergleichspraktiken, und da werde ich eben verschiedene Formen von Vergleichspraktiken oder verschiedene Ebenen von Vergleichspraktiken unterscheiden, die, das ist, wobei das sicherlich keine endgültige Liste ist, also wo ich denke, also da sieht man, wie gerade die Logik des Besonderen, also spezifische Vergleichspraktiken erfordert. Gut. Aber zunächst diese beiden sozialen Logiken, die ich unterscheiden möchte. Soziale Logik des Allgemeinen, soziale Logik des Besonderen. Also was soll das überhaupt? Was meine ich jetzt damit? Also mir geht es eigentlich, das ist der Ausgangspunkt, ganz allgemein, ganz abstrakt, könnte man sagen, um eine Typisierung verschiedener Formen des Sozialen oder verschiedener Formen von Sozialität, also auf abstraktester Ebene. Und da gibt es ja in der Soziologie eigentlich auch eine Reihe von Angeboten, wie man eben das Soziale ganz abstrakt typisieren kann. Also wir kennen zum Beispiel diese Unterscheidung, die ja eigentlich an Max Weber angelehnt ist, zwischen Markt und Bürokratie, ne? Also als zwei verschiedene, ganz anders strukturierte Formen des Sozialen, also einerseits eine hierarchische Form des Sozialen, auf der anderen Seite eine marktförmige. Als drittes haben ja dann neuere Autoren auch Netzwerke dazu genannt, also Markt, Bürokratie, Netzwerk. Das wäre so eine Art und Weise, wie man ganz abstrakt Formen des Sozialen unterscheiden kann. Natürlich die Differenzierungstheorie hat auch, könnte man sagen, auf sehr abstrakter Ebene verschiedene Formen des Sozialen unterschieden, segmentäre Differenzierung, stratifikative und funktionale Differenzierung. Und ich setze jetzt hier eigentlich nochmal auch sehr abstrakt nochmal neu an. Also ich will jetzt diese anderen Typisierungen damit gar nicht außer Kraft setzen. Die sind ja auch alle sehr nützlich in vielerlei Hinsicht. Aber ich denke, man kann
das Soziale auch nochmal unter einer anderen, unter einem anderen Aspekt unterscheiden und einen Aspekt, der gerade für unsere Gegenwartsgesellschaft eigentlich immer wichtiger wird, nämlich die Unterscheidung zwischen einer sozialen Logik des Allgemeinen und einer sozialen Logik des Besonderen als zwei Strukturierungsformen des Sozialen, also als zwei letztlich konträre Weise, in denen Einheiten des Sozialen geformt werden. Und das ist jetzt erstmal, man könnte sagen, eine universale Unterscheidung. Ich denke, die kann man auf alle Gesellschaften anwenden. Also es gibt in allen Gesellschaften, auch in vormodernen Gesellschaften, gibt es Praktikenkomplexe, wo eine soziale Logik des Besonderen eigentlich herrscht und andere, in denen eine soziale Logik des Allgemeinen herrscht. Das ist, denke ich, auch für historische Untersuchungen scheint mir das sehr gut handhabbar zu sein, wobei ich aber denke, wie gesagt, in der Moderne stellt sich das Ganze nochmal in besonderer Radikalität dar. Aber was heißt das jetzt überhaupt? Was heißt diese Unterscheidung? Also ich lehne, also im Hintergrund steht zunächst einmal die Unterscheidung zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen, wie wir sie aus der Erkenntnistheorie kennen, also bei Kant. Also es gibt ja, es ist ja ein ganz alter philosophischer Topos erstmal, Allgemeines versus Besonderes, auch bei Hegel spielte das eine Rolle. Also mein Hintergrund ist jetzt aber erstmal Kant, wobei ich sehr schnell auch Kant gleich verlassen werde, das werden Sie sehen, aber zunächst mal die Inspirationsquelle ist erstmal Kant, dass er in seiner Erkenntnistheorie Kritik der reinen Vernunft, auch Kritik der Urteilskraft, ja darauf eingeht, also dass im Erkennen, in der Erkenntnis eigentlich immer, man könnte sagen, immer beides existiert, immer beides herrscht. Also man erkennt die Welt gewissermaßen einerseits in der Art und Weise, in der man bestimmte Begriffe einsetzt. Und wenn man Begriffe einsetzt, dann typisiert man, dann klassifiziert man, dann könnte man sagen, dann werden also besondere Elemente unter allgemeine Formen eingeordnet mit Hilfe der Begriffe. Also insofern haben wir eigentlich immer schon, also wenn Welt wahrgenommen wird, herrscht gewissermaßen das Allgemeine in Form der Begriffe. Aber, das sagt Kant auch, gleichzeitig gibt es immer auch eine andere Betrachtungsweise gewissermaßen, eine andere Betrachtungsweise von Welt, in der, wo er dann den Begriff der Anschauung verwendet, und das ist eben die Anschauung des Besonderen. Ja, des Besonderen, also des einzelnen Menschen, des einzelnen Dings, die einzelne Naturlandschaft, was auch immer. Und das ist im Grunde jetzt prinzipiell beides möglich und auch beides vorhanden. Das ist also keine Alternative, also kein Entweder-Oder bei Kant, sondern letztlich besteht im in der Erkenntnis immer die Möglichkeit, entweder auf die eine Ebene zu gehen, also die begriffliche, klassifizierende, typisierende, das Allgemeine, oder stärker auf die andere Richtung zu gehen, also der Anschauung und eben der Sensibilisierung für das Besondere. Also in dieser ganz allgemeinen Fassung scheint mir das auch durchaus einleuchtend zu sein. Das ist aber soziologisch natürlich noch nicht besonders interessant, ne? Also weil das, wo man sagt, gut, das gilt halt immer, das gilt universal. Das ist, also ich kann Sie jetzt entweder typisieren oder ich kann Sie jetzt als Besonderen anschauen und Sie als Individuum. Es gibt immer diese beiden Möglichkeiten. Das ist, scheint jetzt erstmal soziologisch relativ trivial zu sein. Aber was ich jetzt eben mache, ist, dass ich diese Unterscheidung im Grunde soziologisiere. Ja? Ich sage, gut, das mag jetzt erstmal allgemein so der Fall sein, aber was interessant ist jetzt soziologisch und eben auch gesellschaftstheoretisch, das ist eben hier meine Voraussetzung, eben immer soziale, egal in welche Gesellschaft man schaut, soziale Komplexe gibt, also soziale Praktikenformen, die systematisch die Verfertigung des Allgemeinen fördern und dieses prämieren und dabei Singularitäten, also Besonderheiten, eher hemmen oder abwerten, also gewissermaßen soziale Programme einer systematischen Verallgemeinerung, also gesellschaftlich gefördert. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder soziale Praktiken und Praktikenkomplexe in Gesellschaften, in denen es umgekehrt gerade darum geht, systematisch und gezielt Singularitäten, also Besonderheiten hervorzubringen, auszuzeichnen, zu diskutieren, zu bewerten und so weiter. Also eine Praxis der Singularisierung, die dann auch auf Kosten des Allgemeinen gehen kann. Also die soziologische Voraussetzung ist hier gerade, es gibt weder das Allgemeine noch das Besondere einfach so, sondern es wird gemacht, es wird sozial gemacht, es wird sozial fabriziert in bestimmten Praktiken. Also deswegen spreche ich eben auch von einer sozialen Logik des Allgemeinen, einer sozialen Logik des Besonderen. Also soziale Logik meint genau das. Das ist also eine Strukturierungsform, wo es, und da werde ich auch den Praktikenbegriff gleich einführen, also es gibt bestimmte Praktikenkomplexe, die systematisch verallgemeinern, und es gibt andere Praktikenkomplexe, die systematisch singularisieren. Also zunächst gehe ich jetzt auf die soziale Logik des Allgemeinen an. Ich denke, dass die im Grunde der Soziologie sehr vertraut ist. Also gerade die Soziologie als Wissenschaft der Moderne und auch der klassischen Moderne, der industriellen Moderne, der Industriegesellschaft,
auch im weberschen Sinne. Formale Rationalisierung ist ja eine, die gerade in der Moderne sehr stark solche sozialen Logiken des Allgemeinen ausmachen. Also soziale Logik des Allgemeinen heißt ja eben eine Fabrikation, eine soziale Fabrikation allgemeiner, das heißt austauschbare Einheiten, eine Verfertigung von Einheiten, die als Exemplar eines Musters oder Typs gelten und die im Extrem sogar nicht nur gleichartig und gleichförmig, sondern sogar gleich und identisch sind. Also ich denke, die industrielle Produktion wäre gewissermaßen ein Paradigma dieser sozialen Logik des Allgemeinen, gerade auf die Moderne bezogen. Nicht? Also, dass da das sogar das Gleich, das Identische fabriziert wird. Man kann natürlich immer auch auf das einzelne Objekt dann schauen, ne? Also das Auto, ne? Oder die Dose, aber letztlich handelt es sich um Replikation in einer allgemeinen Form. Das ist also die soziale Logik des Allgemeinen. Und wichtig ist jetzt, wenn ich von dieser sozialen Logik des Allgemeinen rede, das wird bei den Besonderen gleich genauso sein, dass man diese Fabrikationsform beziehen kann auf verschiedene, so nenne ich das, Einheiten des Sozialen. Denn was wird da jetzt als gleich oder gleichförmig fabriziert? Das können Objekte sein, das können Subjekte sein, das können Raumeinheiten sein, das kann Zeiteinheiten sein oder das können auch Kollektive sein. Das scheint mir jetzt ganz wichtig, dass man eben also auch dieses Konzept soziale Logik des Allgemeinen so flexibel hält, dass man sieht, auch verschiedenste Einheiten können, da kann ein Doing Generality stattfinden, das heißt also ein Prozess der Verallgemeinerung. Das kann zum Beispiel in Bezug auf Objekte stattfinden, also ich hatte ja gerade die industrielle Produktion genannt, das ist ja das beste Beispiel. Das kann aber auch in Bezug auf Subjekte geschehen, also wenn Subjekte einem Doing Generality ausgesetzt werden, dann werden sie zum Beispiel so geformt, dass sie bestimmten Funktionsrollen entsprechen. Das ist ja ein alter soziologischer Topos. Ne? Dann interessieren sie nicht als Individuum, sondern als Träger einer Funktionsrolle, die sie annehmen oder in die sie hineinsozialisiert werden oder bestimmte Leistungsstandards entsprechen sie dann. Oder der Raum, auch räumliche Einheiten, die können einem Doing Generality unterworfen werden. Ganz charakteristisch natürlich für die industrielle Moderne, die Industriestädte, das serielle Bauen, nicht? Also wo dann am Ende alle Städte auch gleich aussehen, also weil sie alle einem bestimmten übergreifenden Muster entsprechen. Oder auch die Zeit, ne? Zeitliche Einheiten lassen sich auch einem Doing Generality aussetzen, also einer Rationalisierung der Zeit im Sinne einer systematischen Kontrolle von Zeit, einer Kolonialisierung der Zukunft. Und letztlich lassen sich auch Kollektive generalisieren, sie können einem Doing Generality ausgesetzt werden. Das ist etwa der Fall häufig bei also klassisch modernen bürokratischen Organisationen, ne, wo dann am Ende auch das Krankenhaus so organisiert ist wie die Schule und die so wie das Ministerium und so weiter, also quasi austauschbare Einheiten. Das ist also im Grunde das, was ja auch diese Logik des Allgemeinen dann auszeichnet, die Einheiten werden austauschbar. Ne, sie können leicht ausgewechselt werden, sie können leicht ausgetauscht werden. Wie läuft jetzt dieses Doing Generality ab, also diese soziale Logik des Allgemeinen? Also da würde ich vorschlagen, man kann im Grunde vier Praktiken unterscheiden, das ist natürlich jetzt ein heuristischer Katalog, also vier Praktikenkomplexe unterscheiden, die auch miteinander zusammenhängen, die manchmal recht spezialisiert sich auch ausdifferenzieren können, die aber häufig auch sehr eng zusammenhängen. Praktiken der Beobachtung, Praktik der Bewertung, Praktiken der Produktion oder Hervorbringung und Praktiken der Aneignung. Also diese Objekte, Subjekte, Zeiteinheiten, Raumeinheiten und so weiter, die müssen natürlich erstmal, um überhaupt also zu einem Objekt von Doing Generality zu werden, als Exemplare allgemeiner Typen beobachtet werden. Das ist ja zum Beispiel auch das, was Wissenschaft, also die moderne Wissenschaft häufig macht, indem sie Klassifikationen zur Verfügung stellt, um eben einzelne Elemente einzuordnen in ein allgemeines Schema. Aber das setzt eben eine entsprechende Beobachtungsweise, man kann auch eine entsprechende Interpretationsweise voraus, die immer das Besondere unter das Allgemeine subsumiert, etwa auch im Rechtssystem, also auch in anderen Bereichen. Dann zweitens, ein anderer, zweiter Praktikenkomplex, die Praktiken der Bewertung. Also während Praktiken Beobachtung kognitiv sind, Praktiken der Bewertung normativ, evaluativ. Das heißt, die Elemente in diesem Doing Generality werden eben auch natürlich bewertet. Also zum Beispiel bewertet nach Maßstäben wie richtig und falsch oder normal und anormal. Also die Abweichung wird also eher diskreditiert. Also hier finden Bewertungen, zum Beispiel auch Bewertungen nach Effizienzkriterien statt, nach besser, schlechter und so weiter. Also hier kommen dann natürlich auch Vergleiche hinein, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen.
Dann drittens Praktiken der Hervorbringung. Also diese Dinge oder Elemente, diese Einheiten des Doing Generality müssen ja irgendwie hervorgebracht werden und sie werden häufig gezielt hervorgebracht mit dem Ziel eben einzelne Exemplare allgemeiner Formen hervorzubringen. Also wie gesagt, das klassische Beispiel industrielle Produktion oder auch sagen wir mal so eine standardisierte Form von Sozialisation, ne, wo man alles Replikanten des gleichen Typus herstellen will, also klassische Schule mit Frontalunterricht oder so, wäre eben auch so ein Fall. Also hervorbringen. Und der vierte Punkt, die Aneignung, also Praktiken der Aneignung, also diese Elemente des Sozialen werden ja auch irgendwie angeeignet, wobei Aneignung natürlich von Objekten etwas anderes ist als von Subjekten, also ich nehme jetzt mal aber Aneignung als so einen Oberbegriff und auch da kann man, würde ich sagen, dass eben diese Einheiten im Rahmen einer sozialen Logik des Allgemeinen eben auch spezifisch angeeignet werden. Es ist nämlich häufig ein versachlichter Umgang mit den Dingen. Also die Elemente sind ein Mittel zum Zweck, also die Objekte sind ein Mittel zum Zweck, auch die Subjekte sind ein Mittel zum Zweck und werden insofern angeeignet. Man geht mit ihnen um, eben wie man eben mit solchen Exemplaren allgemeiner Formen umgeht, nämlich als austauschbare Formen in einer häufig versachlichten, funktionalen Weise. Ganz generell denke ich, dass hier diese soziale Logik des Allgemeinen, ich sagte ja vorhin schon, das ist eigentlich für die Soziologie gar nicht, also wir haben zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Begriffe verwendet, das ist uns aber sehr vertraut, weil wir eben, also gerade auch von Max Weber folgend, also in der Theorie der formalen Rationalisierung sagen würden, und ich denke auch zu Recht sagen, dass gerade was die Moderne ausmacht, also diesen Komplex von Gesellschaftlichkeit, den wir Moderne nennen und der seit dem 18. Jahrhundert sich halt ausbreitet in Modernisierungsprozessen, einer ist, der massiv Doing Generality betreibt, was ja häufig auch kulturkritisch, also seit dem 19. Jahrhundert verdammt wurde, ne? Also diese Entsingularisierung des Allgemeinen, das überall alles unter allgemeine Form gibt, in der Industrialisierung, in der Sozialisation, in der Städtebau und so weiter. Also da haben wir also ein massives Doing Generality, wobei ich, wie gesagt, denke, auch vorher gab es schon Formen des Doing Generality, das ist jetzt nicht auf die Moderne allein zentriert, aber da haben wir natürlich einen Moderne als Generalisierungsmotor, könnte man sagen. Dass da natürlich auch Vergleiche herangezogen werden, das ist klar, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Was mich jetzt aber interessiert, ist diese andere Logik, die soziale Logik des Besonderen also, oder des Singulären, also diese Begriffe verwickle ich jetzt mal synonym. Soziale Logik des Besonderen und des Singulären, das ist eben jetzt genau die andere Möglichkeit, und zwar eine Möglichkeit, von der ich wirklich denke, dass sie in den Sozialwissenschaften also lange Zeit nicht so systematisch entwickelt wurde. Also die Sozialwissenschaft, die Soziologie hat eher einen Bias, kein Wunder, ne? Also in der Moderne zugunsten der sozialen Logik des Allgemeinen. Aber die soziale Logik des Besonderen wurde natürlich auch schon angedeutet. Also ich denke, dass es zum Beispiel, was Georg Simmel den qualitativen Individualismus nennt, ist eigentlich in vieler Hinsicht genau diese Logik, die ich hier meine, nur dass eben der Individualismusbegriff, da kann man gleich nochmal drauf eingehen, denke ich, auch in vieler Hinsicht zu vage ist oder auch einerseits zu weit, andererseits zu eng ist. Das ist ja ein sehr traditionsreicher Begriff, Individualismus, der dann auch sich sehr stark auf Individuen wieder bezieht. Das sind alles also auch Elemente, die ich jetzt nicht mittransportieren will. Deswegen setze ich jetzt auf diesen neuen Begriff des Singulären. Aber natürlich, also das ist durchaus, könnte man sagen, ein klassisches Thema der Soziologie seit Simmels qualitativem Individualismus. Aber was mich eben interessiert, hier ist nicht jetzt ein Individualismus als so eine Art Wertesystem oder so etwas, sondern darum, wie, und da würde ich eben auch den Blick darauf lenken, wie eben in Gesellschaften auch dieses Besondere, das heißt das Einzigartige, das nicht austauschbar erscheinende, sozial fabriziert wird. Also ein Doing, nicht ein Doing Generality, sondern ein Doing Singularity. Das heißt, ich würde jetzt eben gerade nicht davon ausgehen, dass es das Besondere oder das Einzigartige oder, wenn man den alten Begriff verwenden will, das Individuelle, einfach gibt. Sondern es wird gemacht, es wird sozial fabriziert. Es hängt wiederum ab von bestimmten Bewertungsformen, Beobachtungsformen, Rezeptionsformen, dass man irgendwo das Besondere erblickt gewissermaßen, aber eben nicht es zufällig erblickt oder immer mal wieder erblickt, sondern eben wirklich soziale Komplexe darauf gezielt ausgerichtet sind, ein Doing Singularity zu betreiben. Also das, also mit dem Besonderen, wie gesagt, ist hier, sind nicht austauschbar scheinende Einheiten gemeint. Scheinend ist
wichtig. Es geht ja immer darum, wie die Teilnehmer am sozialen Feld das wahrnehmen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt von außen sagen, naja, das ist doch gar nicht einzigartig. Das ist ja eine beliebte wissenschaftliche Übung, weil wir als Wissenschaftler natürlich wieder typisieren. Aber es geht darum, wie im sozialen Feld selbst das wahrgenommen wird. Und da gibt es natürlich soziale Felder, wo dann also massiv singularisiert wird, ob das jetzt mittelalterliche religiöse Reliquien sind oder ob das Kunstwerke im 18. Jahrhundert, also Originalkunstwerke, Gemälde, Romane und so weiter sind oder ob das in unserer Gegenwartsgesellschaft auch verschiedene bestimmte Warentypen sind, Gütertypen, die sich singularisieren, ob es die Menschen als Individuen sind, die sich singularisieren, das ist ja ein altes Thema, oder eben ganz andere Einheiten. Das ist also auch hier mir wieder wichtig, dass man den Singularisierungsbegriff eben bezieht auf diese verschiedenen Einheiten des Sozialen, die wir vorhin schon kennengelernt haben. Also sowohl Objekte lassen sich singularisieren und sollten auch so untersucht werden, da hatte ich ja gerade schon eine Reihe von Beispielen genannt. Subjekte werden singularisiert, wie gesagt, das ist der alte Topos der Individualität. Dann werden aber natürlich auch Raumeinheiten singularisiert. Und da sind wir bei dieser kulturwissenschaftlich verbreiteten oder raumwissenschaftlichen Unterscheidung zwischen Space und Place. Ja, ich würde sagen, Spaces, kennen Sie vielleicht unterscheiden, Spaces sind eben Räumlichkeiten, die in der Logik des Allgemeinen fabriziert werden. Places sind Räumlichkeiten, die in der Logik des Besonderen fabriziert werden, wo dann zum Beispiel Identifikation mit dem Ort vorliegt, also eine Assoziationskraft, symbolische Aufladung und so weiter. Das ist ja gerade das, was man immer den Places zuschreibt. Und da würde ich sagen, das ist im Grunde eine Singularisierung von Räumlichkeiten, was da stattfindet. Auch zeitliche Einheiten lassen sich singularisieren. Und das ist auch eine verbreitete Analyse, was man häufig Ereignisse nennt. Also die Ereignishaftigkeit, also gerade nicht, das kann auch eine Form des Events haben, das kann auch ein Moment sein, das kann unter Umständen auch die Wiederholung des Rituals sein, das wäre nochmal ein Sonderfall. Das sind ja alles auch Themen, die wir gerade in den Kulturwissenschaften seit langem haben. Moment, Ereignis, und so Fest, ne? Also solche Dinge. Das sind alles Formen von Singularisierung zeitlicher Einheiten. Ne? Also Sie sehen, ich habe das, im Grunde ist das so eine Heuristik. Ne? Man kann jetzt also Dinge, die wir eigentlich auch schon kennen in den Kulturwissenschaften, nochmal gut eigentlich unter einem übergreifenden Muster und systematisch einordnen und damit auch nochmal der Analyse zugänglich machen. Und letztlich wichtig auch Kollektive lassen sich singularisieren. Also häufig wird ja der Fehler gemacht, der Begriff des Singulären nur auf Individuen zu beziehen. Das ist aber, wäre zu eng. Auch Kollektive lassen sich singularisieren, was übrigens Jörg Simmel ja schon gesehen hat, also dass die Dorfgemeinschaft selber eine Individualität haben kann. Also Kollektive lassen sich singularisieren, sie können als Besondere geformt werden, also etwa als Gemeinschaft, als Community oder auch neuere Formen wie Projektszene und so weiter. Also das wäre dann der Gegenpol zur bürokratischen Organisation. Gut, auch hier haben wir wieder verschiedene Praktiken, wie eben singularisiert wird. Das sind die gleichen wie vorhin. Also ich nehme jetzt hier genau die gleiche Systematik nochmal und dann kommt man aber auf andere Praktiken. Also auch, das, wie gesagt, das Singuläre ist nicht einfach da, es muss fabriziert werden, es muss gemacht werden über Beobachtungspraktiken. Man muss sich erstmal sensibilisieren für das Besondere. Ja, das ist wie bei einem Kunstwerk, also wenn man keine Ahnung von Kunst hat, sieht man da gar nichts. Das ist einfach nur, ne, also Farbe auf Leinwand, aber wenn man das entsprechende Wissen hat und diese ästhetische Kompetenz erworben, dann sieht man da auf einmal das Besondere. Das ist gar nichts Mystisches, sondern das ist ja auch ein Aufbau bestimmter Beobachtungskompetenzen, könnte man sagen. Auch die Bewertungspraktiken sind hier natürlich besonders wichtig. Da werden wir gleich noch eingehen, wenn es um den Vergleich geht bei Singularitäten. Denn was gilt und zählt als Besonderheit, als Einzigartigkeit? Das ist ja ein enormes Bewertungsproblem, also das große Schwierigkeiten auch macht, das auch sehr umstritten ist. Ne? Und da sind wir genau dann auch in dem Bewertungs- und Vergleichsproblem drin. Also ich würde hier von Valorisierungspraktiken sprechen, also Prozesse der Valorisierung, also Bewertung als Valorisierung, das ist eben nicht nur eine einfache Einordnung oder Klassifikation, sondern eben die Zuordnung des Werts des Singulären. Also es geht hier auch um den Transport von Werten. Es gibt auch Produktionsformen, die spezifisch sind für Singularitäten. Es werden teilweise ja gezielt Singularitäten hervorgebracht als solche. Das wäre das, was man eigentlich auch der sogenannten kreativen Arbeit zuschreiben würde, wo es genau darum geht, was Neues und was Andersartiges und was Komplexes und so weiter hervorzubringen. Und dann gibt es auch spezifische Aneignungsformen des Singulären, die anders sind als die Aneignungsformen des Allgemeinen. Hier sind sie nämlich sehr viel stärker. Man könnte hier auch den klassisch kunstwissenschaftlichen Begriff der Rezeption nehmen. Also es geht um Rezeption, es geht um Erleben des Einzigartigen. Ob das jetzt ein Ort ist, ein Individuum ist oder ein Ereignis ist oder ein Objekt ist, also das ist eine andere, es ist kein zweckrationaler Umgang mit diesen Elementen, sondern ein Umgang, der, dann nehme ich jetzt den Punkt zurück,
den nehme ich jetzt schon vor, was da später steht, der auch enorm mit Affizierungen arbeitet, der also sehr viel emotionalisiert. Also so würde ich in diesem Idealtyp, das ist ja erstmal sagen, also soziale Logik des Allgemeinen ist eine, die mit Weber gesprochen sehr stark versachlicht, also entemotionalisiert. Die soziale Logik des Besonderen ist eine, die letztlich sehr stark affiziert, also wo Emotionen, Affekte eine große Rolle spielen. Auch das findet sich ja bei allen Untersuchungen, der Ort beispielsweise, der affiziert, mit dem man sich identifiziert, das Individuum, das man liebt, im Sinne der romantischen Liebe, eben als individuell und so weiter. Kann aber natürlich auch negative Affekte sein, dass man sich abgrenzt von Singulären. Wichtig ist jetzt noch bei den Singularitäten, also wenn ich jetzt sage, es wird beobachtet, es wird bewertet, es wird produziert, es wird angeeignet, kann man da noch mehr über die Singularitäten aussagen? Und ich denke, das kann man tatsächlich machen, und zwar, dass ich denke, man kann also Singularität auch so definieren, also wenn etwas singularisiert wird, man kann sich das immer beim Objekt, denke ich, besonders gut klar machen, dann wird im Grunde es erkannt als etwas mit einer hohen Komplexität oder einer hohen Eigenkomplexität. Dagegen, wenn man Elemente hat in der sozialen Logik des Allgemeinen, erscheint die Komplexität in der Regel sehr reduziert. Ja? Also vergleichen Sie eine Waschmaschine mit einem Kunstwerk von Rubens oder was auch immer. Also die Waschmaschine hat im Auge des Betrachters, also des gängigen Betrachters, eine sehr reduzierte Komplexität. Das heißt, sind einige, also mit Komplexität meine ich jetzt wirklich auch das, was man ja traditionellerweise darunter versteht, also eine Reihe von Elementen oder Knotenpunkte, zwischen denen Relationen, Verknüpfungen und Wechselwirkungen existieren. Also bei der Waschmaschine, wenn wir sie wahrnehmen, da haben wir nur wenige Knoten und wenige Verknüpfungen und Wechselwirkungen, also vielleicht die Leistungsfähigkeit oder Wasserverbrauch oder was auch immer. Relativ wenig. Aber bei diesem Gemälde von Rubens, da haben Sie natürlich, jedenfalls wenn Sie die Kompetenz haben, das wahrzunehmen, haben Sie unglaublich viele Knoten mit unglaublich vielen Verknüpfungen und Wechselwirkungen. Vor allem ist ja da nicht nur das Gemälde selbst, sondern der ganze kunsthistorische Kontext, in den das eingebettet wird, enorm komplex. Das heißt also, wenn Dinge singularisiert werden, wird in ihnen eine hohe Eigenkomplexität erkannt. Oder nehmen Sie Individuen. Ja? Also wenn Sie das Individuum, das Subjekt als Rollenträger nehmen, also einfach nur als Zuhörer im Hörsaal, das ist eine sehr reduzierte Komplexität. Also ich nehme sie nur als Typus wahr. Dagegen, wenn ich jemanden kenne und mich mit ihm anfreunde, das ist ein altes Thema der Individualität, dann wird er als mit hoher Komplexität wahrgenommen. Das sind so viele Eigenschaften, die auch so widersprüchlich sind und so weiter. Also insofern bedeutet Singularisierung immer Aufbau von Komplexität, das ist, denke ich, die sich dann auch genau analysieren lässt. Das ist ja nichts Mystisches, diese Komplexität. Ich denke zum Beispiel, die Kunstwissenschaften, die klassischen, haben ja genau immer das gemacht, ne? Also bei einem bestimmten Roman zu schauen, also wie ist der aufgebaut und welche Wechselwirkungen gibt es da und so weiter. Zweite Eigenschaft von Singularitäten, also neben dieser Bindung, nach außen hin haben sie eine starke Differenz oder eine qualitative Differenz nach außen, sie werden als andersartig wahrgenommen. Also Differenzen gibt es natürlich immer, also auch in der sozialen Logik des Allgemeinen gibt es Differenzen, ich kann diese von jener Waschmaschine unterscheiden, weil die eine leistungsfähiger ist als die andere, das sind aber graduelle Differenzen. Dagegen in dieser Logik des Besonderen sind die Differenzen nicht graduell, sondern sie sind absolut. Also das wird auch von Caillon in der Wirtschaftssoziologie so umschrieben. Also es sind qualitativ und man könnte sagen starke Differenzen. Es ist also auch für den Teilnehmer der Eindruck einer radikalen Andersheit oder Inkommensurabilität. Ja, also Rubens ist halt nicht Warhol. Das ist inkommensurabel. Das erscheint ganz anders. Das sind zwar beides Gemälde, aber das ist nicht wie bei dem Vergleich zwischen den beiden Waschmaschinen. Also hier haben Sie eine andere Form von Differenz, also eine starke Differenz. Also insgesamt, also das ist wirklich, das ist ein Analyseprogramm für Singularisierungsprozesse, was ich hier ja darstelle. Und was wichtig ist, ist, also dass hier auf diese Art und Weise, würde ich sagen, diese Singularitäten einerseits entmystifiziert werden, soziologisch entmystifiziert werden, aber nicht entlarvt. Das heißt, sie werden entmystifiziert. Das ist ja gerade auch, das denke ich, die Leistung der Soziologie, diese Einzigartigkeiten nicht erstmal für bare Münze zu nehmen, als etwas, was wirklich einzigartig ist, sondern sich diese sozialen Fabrikationsprozesse genau in ihrer Logik anzuschauen. Entmystifizierung, aber nicht Entlarvung. Also ich denke, man sollte nicht in den Fehler verfallen, was leicht geschieht, das Ganze dann so aufzuzeigen im Sinne von, naja, jetzt sehen wir es dann mal wieder, die Einzigartigkeiten gibt es gar nicht. Das sind alles nur wieder die Hirngespinste der Individuen. Diese soziale Logik der Singularisierung ist sehr real und sie hat auch sehr reale Konsequenzen. Also wenn Dinge als einzigartig wahrgenommen werden und andere nicht,
hat das enorme soziale Konsequenzen. Also da würde ich auch mit dem Thomas-Theorem halt sagen, also dem, wenn Dinge als real definiert werden, dann sind sie in ihren Konsequenzen real. Und das ist für uns als Soziologin eigentlich wichtig. Also wenn etwas als einzigartig definiert wird, und sei es das Urinal von Duchamp, dann ist das eben auch in seinen Konsequenzen sehr real, also etwa Musealisierung und so weiter. Gut. Nur noch mal ganz kurz, also diese Begrifflichkeit mit der Singularisierung, ich weiß nicht, ob Ihnen die vielleicht sehr ungewöhnlich vorkam, also sie ist schon vorgedacht bei bestimmten Autoren, also in der Wirtschaftssoziologie, und darauf beziehe ich mich ja relativ stark, ist es also Lucien Carpic, also mit seinem Buch, das heißt auch Valuing the Unique, Economics of Singularities, das ist etwas enger gedacht, das ganze Buch, also auf bestimmte Segmente der gegenwärtigen Wirtschaft, also gerade auf Dienstleistungen bezogen, also wie das Güter sind, die singularisiert werden, also auch so was Banales wie Zahnärzte und so weiter, und die dann eben auch mit bestimmten enorm aufwendigen Bewertungsformen zusammenhängen. Das wird also bei Carpic also sehr ausführlich in diesem Buch dargestellt, diese Rezensionsformen, wenn man so will, also wie man das Besondere und das Einzigartige, wie es eigentlich rezensiert wird, wie es bewertet wird, auch im Internet oder auch in Experten, mit Expertenbewertungen. Aber bei Carpic, wie gesagt, es ist enger gedacht. Ich habe das ganze Thema jetzt deutlich ausgeweitet und systematisiert, auch auf ganz andere Bereiche bezogen, wie eben die räumlichen Einheiten, die zeitlichen, die Subjekte und so weiter. Und ein anderer Autor, der auch für mich hier im Hintergrund steht, ist Igor Kopitow. Das ist ein kleiner Aufsatz über The Cultural Biography of Things in einem Sammelband von Ayun Apadurai, The Social Life of Things. Der ist ja auch schon etwas älter, ich glaube 20, 30 Jahre alt. Und dieser Aufsatz von diesem Kulturanthropologen Kopitow, da wird genau dieser Begriff der Singularization eingeführt. Der Gegenbegriff ist da die Commodification, den würde ich jetzt nicht so einfach nehmen. Das wird auf Objekte interessanterweise bezogen, also in kulturanthropologischen Gestus, aber auch auf Subjekte. Und das ist ein kleiner Aufsatz, aber war für mich jetzt auch eine wichtige Inspirationsquelle, also um zu sehen, Singularisation wird halt gemacht. Wie gesagt, traditionell ist vieles, was ich jetzt hier dargestellt habe, auch in diesem Umfeld dessen, was Soziologie manchmal Individualismus, Individualität und so weiter nennt, aber diese Begrifflichkeit scheint mir eigentlich aus mehreren Gründen nicht mehr so gut handhabbar, also einmal, weil sie sehr viel allgemeiner ist, also und Individualismus bezeichnet ja auch noch ganz andere Dinge, also zum Beispiel die Würde des Menschen und so weiter, also es gibt auch einen Individualismus des Allgemeinen, das hat Simmel ja auch schon völlig richtig dargestellt, und gleichzeitig ist natürlich eine sehr starke Neigung da, in den Individualismus-Theorien immer alles nur auf Menschen zu beziehen. Das Individuum ist halt in der Regel ein Mensch, und ich beziehe das ja auch nochmal auf ganz andere Einheiten, also Objekte und so weiter. Gut, jetzt muss ich ein wenig auf die Uhr schauen. Jetzt habe ich Ihnen erstmal das Ganze versucht, also grundsätzlich zu erläutern, also diese Heuristik, diese idealtypische Gegenüberstellung Soziologie des Allgemeinen und des Besonderen. Und Sie haben das hoffentlich gemerkt, das ist für mich jetzt nicht leere Theorie um der Theorie willen, sondern das ist eben ein Analyseinstrument, mit dem man sehr konkret auch Phänomene untersuchen kann, was ja auch teilweise schon gemacht wurde. Für mich ist jetzt dieses Thema der Singularisierung auch deswegen so interessant oder in dem Buch auch vor allen Dingen besonders interessant, weil ich denke, dass man auf diese Art und Weise eigentlich auch die spätmoderne Gesellschaft besonders gut begreifen kann. Also mit Spätmoderne meine ich die bisher letzte Phase in der Moderne, also ich unterscheide bürgerliche Moderne, industrielle Moderne und Spätmoderne, also bürgerliche Moderne des 19. Jahrhunderts, industrielle Moderne, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts beginnt, bis in die 70er Jahre hinein, und dann diesen Komplex, den die Soziologen ja häufig Hochmoderne oder manchmal auch Postmoderne oder Spätmoderne nennen. Also das ist ja eigentlich schon eine längere Diskussion, was eigentlich das Neue und Spezifische dieser letzten Form von Moderne ist, und wir rätseln ja auch schon seit längerem dabei herum, was das genau ist. Und ich denke tatsächlich zunächst mal, also dieses Doing Generality und das Doing Singularity, das ist eine Parallelbewegung, beides gibt es von Anfang an in der Moderne. Also es geht jetzt nicht darum, dass das eine das andere ersetzt, sondern es ist eigentlich beides, könnte man sagen, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts systematisiert die Gesellschaft beides. Also das Doing Generality, wie gesagt, Industrialisierung, Demokratisierung, Verrechtlichung und so weiter, aber in natürlich erstmal sehr viel engerer und auch untergeordneter Form auch das Doing Singularity. Da spielt die Romantik eine große Rolle, und da spielt gerade auch das Kunstfeld eine wichtige Rolle. Also ich denke, wenn man auch zum Beispiel auf die früheren Formen von Moderne bezogen Logik der Singularität analysieren will, da ist das Kunstfeld schon ein paradigmatisches Feld. Das ist ja auch teilweise bei Bourdieu gemacht
Faktoren, Regeln der Kunst oder auch über die symbolischen Güter. Da kann man das sehr gut sehen. Ne? Aber das ist natürlich erstmal ein enges Feld. Soziologen haben sich ja lange nicht für Kunst besonders interessiert, weil sie sagen, das ist halt so ein Spezialfall. Ne? Also jetzt ist es aber, und das ist ja eben nicht kein Spezialfall mehr, das ist der zentrale Punkt, also dieses Doing Singularity, das in der Moderne immer existiert hat, was man auch immer untersuchen kann in verschiedenen Bereichen, hat, das ist eigentlich hier mein Ausgangs- oder meine These, seit den 70er, 80er Jahren enorm an Umfang gewonnen und hat auch, das ist nicht nur eine quantitative Frage, sondern hat eben auch Strukturen gebildet, hat strukturbildend gewirkt in ganz verschiedenen Bereichen, also ob das in der Ökonomie ist, die ist hier natürlich zentral, also die auch teilweise die Ablösung des industriellen Kapitalismus durch einen eher kulturellen oder immateriellen Kapitalismus, wo Singularitätsgüter eine große Rolle spielen, aber auch beispielsweise durch Felder wie die Stadtpolitik, ne, also wo Städte sich versuchen, ein Profil zu gewinnen als besondere, einzigartige Stelle, und das auch von den Bewohnern ja erwartet wird und die selber das auch so wahrnehmen. Also es ist nicht nur eine Marketingfrage, sondern auch eine Frage wirklich des Umgangs der Subjekte mit ihren Städten. Im Bildungsbereich geht es auch für die persönlichen Beziehungen, auch für die Darstellung des Subjekts, also nehmen Sie sowas wie die Darstellung des Subjekts im Internet, auf solchen Foren wie Instagram, also wo es darum geht, sich als besonderes, nicht austauschbares, einzigartiges zu inszenieren über bestimmte Reiseziele, über bestimmte Sachen, was man isst und so weiter. Das kann man alles genauer sich anschauen, das habe ich ja teilweise in dem Buch auch gemacht, das ist aber heute nicht mein Thema. Ich will Ihnen nur kurz sagen, nur weil auch dann heute die Frage, warum eigentlich, also warum, wie kann man das erklären, dass in der Spätmoderne eigentlich diese Soziologie des Besonderen so viel wichtiger geworden ist. Es ist natürlich immer eine Plausibilitätsthese, es lässt sich schlecht strikt beweisen, ne, dass die eine Logik stärker geworden ist. Also zunächst einmal ist auch klar, dass die soziale Logik des Allgemeinen natürlich auch in der Spätmoderne weiterhin sehr präsent ist, ja, und auch floriert wie kaum zuvor, aber zugleich floriert jetzt, und ich denke, das ist wirklich das Ungewöhnliche und Neue, eben auch die soziale Logik des Besonderen. Und ich sehe da eigentlich vor allen Dingen drei Bedingungsfaktoren, Erklärungsfaktoren historischer Art. Also das eine ist, das ist, man könnte sagen, ein neuer Schub des qualitativen Individualismus seit den 60er, 70er Jahren bei den Subjekten, ne, und in ihrer Lebensführung und ihren Lebensstilen. Also damit sind wir in der Thematik dessen, was ja häufig sozialwissenschaftlich als Wertewandel bezeichnet wird. Und dieser Wertewandel Richtung Postmaterialismus beispielsweise ist einer, der ja massiv letztlich von romantischen Ideen gespeist ist. Und die Romantik ist nun wirklich die Ursemantik des Singulären in der Moderne. Also da könnte man sagen, da ist dieser Gedanke auch erfunden worden. Also nicht nur die Einzigartigkeit des Subjekts, sondern eben auch die Singularisierung der gesamten Umwelt. Also die Singularisierung, dass man eben möchte, dass die Orte, also dass die Räume irgendwie als Ort einen ansprechen als Singuläre oder dass natürlich die anderen Individuen singulär werden, also in der romantischen Liebe beispielsweise, oder dass die Kollektive singulär werden in dem auch romantischen Gemeinschaftsideal. Also seit der Romantik haben wir hier, könnte man sagen, in der Kultur der Moderne existieren und flottieren eben Semantiken des Einzigartigen, das hat Semmel ja auch gesagt, also qualitativer Individualismus hat eigentlich diese Tradition der Romantik hinter sich, das gibt es auch schon seit 200 Jahren, aber ich denke also seit den 60er, 70er Jahren auch mit dem Wertewandel, gerade auch in der Entstehung der neuen Mittelklasse, da müsste man nochmal sehr viel ausführlicher darauf eingehen, hat sich eigentlich diese Erwartung auch an sich selbst und an die Umwelt, an die Welt, dass sie nicht nur standardisiert sein soll, dann, sondern dass sie singulär sein soll, hat sich ausgebreitet. Und das ist eben eine Erwartung von einer nicht gerade unwichtigen Gruppe innerhalb der Gesellschaft, sondern von einer sehr einflussreichen und teilweise sogar hegemonialen, die eben diese Erwartung an die Konsumobjekte, an die Schulen, an die Städte und so weiter stellt. Also das ist sicher ein, also man könnte sagen, ein kultureller Faktor. Ne? Ein kultureller Faktor, der diese auch Expansion von Singularitätsorientierung, man könnte sagen, ein neuer Individualismus, ein radikalisierter Individualismus. Ein zweiter Faktor ist natürlich ein ökonomischer. Ja, also die ökonomische, also die Transformation oder die Krise auch des Fordismus Anfang der 70er Jahre ist ja eine Krise auch von Standardmärkten und Standard- und funktionalen Standardgütern, die also keine Expansion mehr versprechen. Und jetzt, das ist ein Grund, warum man sich eben auch in der spätmodernen Ökonomie immer mehr auf die Singularitätsgüter kapriziert, weil die gewissermaßen das Begehren anstacheln, die lassen sich unendlich differenzieren, ne? Sie lassen sich unendlich verfeinern über Narrative und so weiter. Also da ist gewissermaßen auch eine ökonomische Expansivität, da die auch gleichzeitig für die Konsumenten sehr attraktiv erscheint, also der Faktor
Emotion kommt hier wieder rein. Dritter Faktor, denke ich, dass auch die medientechnologische Transformation, also mit der Digitalisierung und dem Internet, eben auch eigentlich eine wichtige Hintergrundbedingung für die Singularisierung ist. Darauf müsste man nochmal näher eingehen, das habe ich ja in dem Buch gemacht. Und zwar könnte man, denke ich, dass gerade die Digitalisierung, also über das Internet, eben bedeutet, dass dort ja eine gigantische Aufmerksamkeitsökonomie implantiert wird, in der, etwas flapsig gesagt, nur das Besondere zählt. Also man muss irgendwie, also um überhaupt Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, bei diesem Überproduktion von Texten, Bildern, Social Media Produkten und so weiter im Netz, muss man irgendwie eine Besonderheit, eine Interessantheit, eine Differenz, eine starke Differenz markieren, die auch irgendwie affiziert. Nur so hat man überhaupt die Chance, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das ist ja nun mittlerweile ein ubiquitäres Medium, sodass ich auch denke, aus diesen oder noch aus anderen Gründen wirkt eigentlich die Digitalisierung nicht nur, wie ja jetzt viele sagen, immer standardisierend, das tut sie auf anderer Ebene natürlich auch, sondern auf einer bestimmten Ebene wirkt sie auch singularisierend. Das Ganze lässt sich natürlich besonders gut zeigen. Das sind zwei Beispiele, auf die ich vielleicht gleich noch eingehen kann, aber wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen nicht. Das lässt sich besonders gut zeigen in der Ökonomie. Ja, also das ist jetzt für mich auch die Überleitung, um auf die Vergleichspraktiken zu kommen. Denn die Ökonomie hat natürlich weiterhin, die spätmoderne Ökonomie, ihre Standardgüter, ihre funktionalen Güter, das lässt sich ja überhaupt nicht bestreiten, aber sie hat natürlich in besonderem Maße und sehr viel stärker als vorher, bringt sie singuläre Güter hervor und es, auf diese Art und Weise entstehen eben Singularitätsmärkte, das heißt also Märkte für Singularitätsgüter. Und diese Märkte für Singularitätsgüter sind eigentlich auch jetzt bin ich hier im Bereich der Wirtschaftssoziologie, wirtschaftssoziologisch ganz gut untersucht worden und zwar gerade im Bereich der Creative Industries. Also weil die Creative Industries eben ja die Branche ist, neben, wenn man jetzt Kunstwerk geht, das ist natürlich noch extremer, aber in den Creative Industries, das Feld ist, in dem man natürlich, könnte man sagen, klassischerweise an kulturellen Singularitätsgütern ausgerichtet ist, also gerade keine Standardgüter fabrizieren will, zum Beispiel die Filmbranche, ja, also oder die Buchbranche, ne, oder was auch immer. Da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, wie die funktionieren. Also wie funktionieren diese Märkte? Und der entscheidende Punkt ist eben, dass diese Märkte, also die Singularitätsmärkte, auch etwas anders strukturiert sind als die Güter für als die Märkte für Standardgüter, also die Güter in der sozialen Logik des Allgemeinen. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt um Singularitätsgüter rede, ich hatte gerade diese Beispiele aus den Creative Industries genannt, es gibt aber natürlich auch noch ganz andere Singularitätsgüter, das müssen gar nicht Dinge sein, sondern das können eben auch Dienste natürlich sein, Dienstleistungsbeziehungen können auch singularisiert werden, ein Coach beispielsweise, ne, also wo es dann auch um persönliches Verhältnis geht, oder Ereignisse, das ist natürlich ganz zentral für die spätmoderne Ökonomie, die Singularisierung von zeitlichen Ereignissen, also ein Musikkonzert oder eine Urlaubsreise ist ja auch ein Ereignis. Also es sind nicht immer nur Dinge, die singularisiert werden, wie das Apple Smartphone oder das Kleid, also Kleidungsmode ist natürlich ein klassischer Fall dafür, sondern natürlich auch Ereignisse und natürlich auch mediale Formate, also gerade digitale mediale Formate. Das sind alles Objekte, die singularisiert werden. Auch hier haben wir immer wieder diese verschiedenen Instanzen, die singularisieren. Die Produzenten selbst spielen eine Rolle, durch ein Framing, auch durch ein Marketing teilweise. Bewertungsinstanzen spielen eine wichtige Rolle. Das ist das, was Jürgen Karpik ja so in den Vordergrund stellt, diese verschiedenen Rezensionen, die es gibt, um dann die Filme zu bewerten, oder die Restaurants zu bewerten oder die Hotels zu bewerten und so weiter. Und die Konsumenten selber erleben natürlich auch das Singuläre oder auch nicht. Also da spielt natürlich auch wieder der Faktor Emotion oder Affekt eine ganz wichtige Rolle. Also um nochmal ein kleines Beispiel, um es etwas aufzulockern, wo man das sehr gut sieht, wie Singularisierung halt aussieht. Also ich finde nach wie vor dieses Beispiel des Eames-Chairs ganz schön. Sie sehen ihn da in der Mitte, aber der weiß es, es ist jetzt ein bisschen schwer. Sie kennen ihn vielleicht, diesen Eames-Chair. Also ich finde das als Beispiel sehr schön, weil man daran wirklich sieht, wie etwas also singulär fabriziert wird, was es vorher gar nicht war. Also der Eames-Chair, das ist ja ein Plastikstuhl, von Ray und Charles Eames, also einem amerikanischen Designerpaar in den 50ern designt wurde und produziert wurde. Und das war ein Massenartikel auch für Schulen und so weiter, also in den 50er, 60er Jahren, also ein Plastikstuhl. Und also Standardgut, ne? Also das soziale Logik des Allgemeinen. So, was man jetzt aber seit ungefähr 20 Jahren gemacht hat, ist, der Stuhl wird, soweit ich weiß, von Vitra produziert und er wird singularisiert, indem er jetzt, also erstmal mit diesem Namen,
Charles und Ray E. Und das war vorher nicht so. Da war das einfach nur ein Plastikstuhl. Also die meisten Dinge, die wir hier kaufen, haben keinen Namen. Jetzt kriegt also dieses Objekt einen Autor. Ja? Das ist also wie bei einem Film oder bei einem Roman. Es bekommt also dieser Stuhl einen Autor, also Name. Also Name ist natürlich klassische Form von Singularisierung. Und jetzt geht es ja noch weiter. Jetzt wird das narrativ eingebettet, der Stuhl, eben in die Designgeschichte der USA. Ja? Also zum Beispiel in den ästhetischen Modernismus. Das ist ja ein Produkt des ästhetischen Modernismus. Das war ja auch eine bestimmte, und auch das, die 50er Jahre in den USA war ja auch ein Hoch der amerikanischen Kultur in vieler Hinsicht. Ganze Bücher zugeschrieben worden. So, und jetzt betten Sie das an, Sie vergleichen das mit anderen Designobjekten, sehen, wie es unterscheidet den Stuhl und anderen. Und damit gewinnt dieser Stuhl eine enorme Eigenkomplexität, gar nicht auf der sinnlichen Ebene, da hat er ja nicht so viel anzubieten, sondern auf dieser narrativen Ebene. Ja, und auf diese Art und Weise wird der Stuhl singularisiert, jetzt sogar von der Produktionsinstanz, auch die Bewertungsinstanzen spielen da eine Rolle und am Ende die Rezipienten nehmen es selbst über. Ich will das jetzt aber nicht so missverstanden wollen, dass ich das Ganze entlarven will und Ihnen sagen will, das ist wieder die Manipulation durch den Kapitalismus, dass hier billige Plastikstühle uns als Singularitäten verkauft werden. Nein, also ich habe den Stuhl ja auch selbst zu Hause stehen, ich nehme den Wahl als einen Eames-Chair. Also ich kann den gar nicht mehr anders sehen, als mit diesen ganzen Narrativen drumherum. Und das geht Ihnen ja, also wenn Sie singularisieren, bei allen Objekten so. Ne? Also und das ist die Logik der Singularisierung als auch ein enorm, wie man hier auch sieht, aufwendigen kulturellen Prozess. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber vielleicht war das sogar ganz interessant. Jetzt also, man könnte sich genau anschauen, also weil ich den Vortrag frei halte, sehe ich, dass das mit der Zeit ein bisschen schwieriger wird. Also man könnte sich nochmal genauer anschauen, das mache ich nur ganz kurz, wie diese Singularitätsmärkte strukturiert sind. Die haben, ich sagte vorhin, eine andere Form. Die sind im Grunde viel radikaler als Märkte. Das muss man sich auch klar machen. Dadurch, dass da die Kultur jetzt reinkommt, wird das Ganze nicht irgendwie harmloser, sondern im Gegenteil. Das wird noch sehr viel kompetitiver als die Standardmärkte. Und also Überproduktion von vielen Gütern, man weiß, nicht, welche Güter erfolgreich sind, Stichwort Nobody Knows Märkte. Die meisten Filme, die produziert werden, schaut niemand und die kommen noch nicht mal in die Kinos. Und nur ganz viele werden als originell ausgezeichnet und werden dann am Ende sogar zu Klassikern. Man muss also als singuläres Gut immer zwei Filter, könnte man sagen, passieren. Also einmal den Aufmerksamkeitsfilter, also man muss überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit gewinnen bei den vielen anderen singulären Gütern, die es gibt. Das ist eigentlich für Standardgüter viel einfacher, weil die hoffentlich einen klaren Nutzen haben. Also bei den Singularitätsgütern, die haben ja keinen klaren Nutzen, also sie müssen erstmal Aufmerksamkeit mobilisieren und dann müssen sie auch in der zweiten Ebene die ganze Bewertungsmaschine wird angeworfen, also Stichwort Valorisierung über Rezensionen, über Besprechungen, über mittlerweile auch natürlich Internetbewertungen und so weiter. Können auch Experten eine Rolle spielen, können Laien eine Rolle spielen und am Ende wird dann idealerweise für das Gut eine Reputation aufgebaut. Also eine Reputation, eine kulturelle Reputation als und es wird ein Singularitätskapital aufgebaut. Das wäre also bei den Gütern, die wirklich als singulär reüssieren. Sie bauen ein Singularitätskapital auf, das heißt, sie gelten als singulär und können damit, wie das bei Kapital ja so Kapital diese Eigenschaft hat, kann also immer wieder eingetauscht werden in neue Aufmerksamkeit und auch in neue positive Bewertung. Also der Star-Autor oder der Star-Regisseur hat dann eben hohes Singularitätskapital oder der Eames-Chair oder die Universität Oxford, nicht? Oder also das Reiseziel Provence, auch alles Objekte von Singularisierungsprozessen. Also da bestimmte Festivals, also als Ereignisse, da haben sie überall den Aufbau von Singularitätskapital. Das kann natürlich auch wieder schwinden, klar, das muss nicht unbedingt so sein. Diese Märkte sind, wie gesagt, sehr kompetitiv, sie sind winner take the most oder winner take all Märkte. Einige wenige Güter, die gelingt es, Singularitätsstatus auf sich zu ziehen, viele anderen gelingt es eben nicht. Was bedeutet das jetzt für den Vergleich? Also vergleichen, man vergleicht ja immer, man vergleicht sowohl in der sozialen Logik des Allgemeinen wie in der sozialen Logik des Besonderen. Es ist nur so, denke ich, dass in vielen der Literatur, die man kennt oder die ich auch kenne, im Grunde die Vergleichspraktiken immer sehr schnell auf die soziale Logik des Allgemeinen bezogen wird. Also auch
wenn ich das richtig sehe, in dem ja bekannten Aufsatz von Bettina Heinz ist das so. Und das ist auch zunächst mal verständlich, weil man sagen könnte, dass gerade auch bestimmte quantitative Vergleichstechnologien eben im Rahmen eigentlich der sozialen Logik des Allgemeinen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts natürlich einen enormen Aufschwung erleben. Also staatliche Stellen, die ja Statistiken erarbeiten, um Informationen über die Bevölkerung zu erhalten, Wirtschaftsorganisationen, die betriebliche Buchführung betreiben und so weiter. Also innerhalb einer sozialen Logik des Allgemeinen haben wir natürlich massenhaft Vergleiche seit dem 19. Jahrhundert. Das ist ja auch heute weiterhin so, ganz ohne Zweifel. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, also diese Vergleichspraktiken in der sozialen Logik des Allgemeinen, würde ich sagen, die sind im Grunde erstmal relativ einfach. Denn innerhalb der sozialen Logik des Allgemeinen lassen sich Dinge leicht vergleichen. Und das hängt eben an ihrer geringen Komplexität. Also idealerweise haben Sie ja eindeutige Vergleichsparameter und Sie haben eindeutige Vergleichsskalen. Sie können also eindeutig zum Beispiel die Effizienz einer Waschmaschine messen oder Sie können benoten, das wäre eine qualitative Differenz, wie eine Mathematikarbeit bewertet, also wie die geschrieben wurde. Auch das ist sicherlich manchmal nicht ganz unproblematisch, aber letztlich haben Sie hier eher, könnte sagen, Sie haben hier einen Vergleich des Vergleichbaren. Also die ganze Soziologie des Allgemeinen baut ja von Anfang an auf der Vergleichbarkeit auf, so ist sie ja aufgebaut. Und insofern können hier natürlich Vergleichspraktiken sehr leicht eingebaut werden und florieren ja auch. Was ist jetzt mit den Vergleichspraktiken der Soziologie des Besonderen? Ich denke erstmal, die sind etwas anders aufgebaut, insofern, und sie sind auch besonders interessant, also erstmal könnte man sagen, generell ist es natürlich interessant, aber ist es für die Spätmoderne auch besonders interessant, weil sie so eine große Bedeutung haben, aber sie sind auch generell interessant, weil man könnte sagen, das ist eine Vergleiche, die eigentlich zunächst mal völlig kontraintuitiv sind, der Vergleich des Unvergleichlichen. Denn Singularitäten sind ja erstmal per Definition im so, dass sie von den Teilnehmern nicht als vergleichbar wahrgenommen werden. Ja? Also David Bowie ist eben nicht Bob Dylan, ja, oder San Francisco ist eben nicht Rom, ja. Das wird von den Teilnehmern als grundsätzlich nicht vergleichbar wahrgenommen. Es ist andersartig, es hat Eigenkomplexität. Trotz dieser Ermöglichung gibt es aber Vergleiche von Singularitäten und nicht nur so nebenher, sondern in mittlerweile massivem Umfang. Also man könnte sagen, dass gerade die Singularitäten in vieler Hinsicht ja dann doch auch Vergleiche hervorziehen. Warum? Vermutlich, weil erst so große Mengen von Singularitäten sozial handhabbar werden. Also in dem Moment, wenn Sie natürlich nur eine Singularität haben, wie eine Reliquie in einer religiösen Gemeinschaft, dann brauchen Sie nicht vergleichen. Aber in dem Moment, wo Sie halt einen Kunstmarkt haben, an einer großen Zahl von Gemälden, Romanen oder was auch immer, dann stellt sich auch für den Konsumenten, für den Rezipienten das Vergleichsproblem. Ja? Er möchte gerne wissen, was ist wirklich singulär? Also was lohnt es sich zu lesen, zu betrachten und so weiter? Und insofern, das ist genau das Problem, auf den auch die Vergleiche, würde ich vermuten, bei den Singularitäten antworten. Also Singularitäten wollen ja genossen werden, erlebt werden, gewertschätzt werden und so weiter. Aber das ist eine schwierige Angelegenheit und sie wird noch schwieriger, wenn es ein hohes Maß an Singularitäten gibt. Und darauf antworten Vergleichstechniken. Und deswegen denke ich wirklich, es gibt manchmal jetzt Vergleichstechniken, die sehen auf den ersten Blick so aus, als ob sie in der sozialen Logik des Allgemeinen stattfinden. Aber ich würde eigentlich sagen, sie bauen eigentlich auf der sozialen Logik des Besonderen auf und sie transformieren dann aber auch einiges. Und das ist jetzt mein letzter Punkt. Also welche Formen von Singularitätsvergleichen gibt es? Also zunächst einmal denke ich, es gibt auch Formen von Singularitätsvergleichen, die gar nicht auf Singularitätsmärkten stattfinden, sondern schon vorher. Und das, denke ich, ist zum Beispiel der einfache relationale Vergleich, der Kulturvergleich. Ja? Also was Sie Ende des 18. Jahrhunderts haben, ich glaube, Luhmann ist ja auch im Zusammenhang mit dem Kulturbegriff darauf eingegangen, diese Vergleichslogik, der Vergleich der Kulturen. Das ist ja eine eigentlich romantische Idee mit Herder und so weiter, Frankreich und Deutschland zu vergleichen. Ja? Oder den Konfuzianismus mit dem Christentum oder so. Das ist später der Fall. Das sind Vergleiche von Singularitäten. Also es werden die Einheiten als einzigartig im Grunde anerkannt. Frankreich ist nicht Deutschland. Ja. Aber und jetzt die Frage, warum vergleicht man? Also ich würde vermuten, man vergleicht, um dann die Eigenkomplexität des einen nochmal im Vergleich mit der Eigenkomplexität des anderen deutlicher zu machen. Also der Vergleich löst ja eigentlich nicht die Komplexitäten auf, sondern man will sich, etwas dummig gesprochen, im anderen selbst erkennen oder im anderen besser selbst erkennen. Das ist also eine einfache Form von Vergleich, relationaler Vergleich, der, das ist wichtig, die Dinge als gleichwertig anerkannt, also nicht kompetitiv ist zunächst mal.
Eine zweite Unterform davon wäre ein typisierender relationaler Vergleich. Das ist jetzt schon ein Schritt weiter. Auch da lässt man die Dinge gleichwertig, aber man typisiert. Das heißt, man beginnt schon ein Element des Allgemeinen da einzuziehen. Das ist das, was die Kunstwissenschaft macht mit den Stilen. Ja, also wenn Sie einen Kunststil haben, dann haben Sie eben, dann subsumieren Sie einzelne Elemente oder einen übergreifenden Stil. Der Stil insgesamt ist dann wieder eine Singularität. Und das können Sie aber wieder vergleichen mit einem anderen Stil. Auch da ist es gleichwertig, also ein Vergleich des Gleichwertigen, aber es wird eben hier ein Element eingebaut des Allgemeinen. Das ist noch stärker auf dieser dritten Stufe, qualitativ-kompetitiver Vergleich. Also das ist jetzt der Schritt, in dem gewissermaßen in den qualitativen Vergleich der Wettbewerb Einzug hält und man jetzt also komparativ vergleicht, besser und schlechter. Also auch Singularitäten sollen jetzt auf einmal besser oder schlechter sein. Und das ist, wo das ja geschieht, massiv geschieht, also diese Übersetzung von absoluten in graduelle Differenzen, das sind interessanterweise auch die Filmbranche, also mit solchen Wettbewerben wie Oscarverleihung beispielsweise. Das war ja auch eine relativ frühe Form eines Wettbewerbs, also ein Wettbewerb, wo natürlich Filme als Singularitäten gegeneinander antreten und man dann aber eigentlich bewerten will, was ist origineller, ne? Oder was ist irgendein, ne? Das ist, insofern wird es auf einmal das Singuläre gradualisiert. Vierte Ebene, dann wird es jetzt noch, geht man noch weiter, die quantitativen Vergleichstechnologien. Also die übersetzen jetzt gewissermaßen die Qualitäten in Quantitäten, das war ja bei drei noch nicht der Fall, also bei Oscarverleihung wird nicht quantifiziert, aber jetzt bei viertens, also ein Beispiel, die Expertenrankings, wird immer genannt, der erste Fall, wo das deutlich wurde, die Michelin-Sterne, also auch bei Restaurantbewertungen in den 20er Jahren, glaube ich, zum ersten Mal. Also man unterscheidet quasi die Qualität von Restaurants oder man prämiert einzelne mit einem Stern und sagt damit, die sind singulär. Und dann wird aber noch verschiedene Sterne unterschieden, also 1, 2, 3 Sterne. Das heißt, man kriegt eine Quantifizierung jetzt hinein. Ja, bei den Rankings, die wir heute haben, ist das ja auch sehr stark. Schulrankings, Hochschulrankings, Städterankings und so weiter. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich hier klar macht, im Grunde geht es jetzt darum, die qualitativen Unterschiede zwischen Singularitäten in Quantitäten zu übersetzen. Das ist eigentlich paradox, wie gesagt, weil was man jetzt hier macht, ist im Grunde, dass man immer, jetzt würde ich diesen klassischen Begriff verwenden, die Komplexitäten reduziert. Also man hat am Ende dann nicht mehr die Stadt Berlin in ihrer ganzen individuellen Eigendynamik in einem Städteranking, wie das ja die Bewohner spüren, sondern in bestimmten Eigenschaften nur und die werden dann verglichen. Ja, und dann versucht man auf der Art und Weise die Singularitäten und dann zum Beispiel die Lebensqualität zu bewerten. Ja, aber das ist natürlich eine Reduktion, ohne die von Komplexität geht es hier nicht, ohne die ist eigentlich hier keine. Also insofern, man verliert immer was bei diesen Vergleichen und das ist ja auch ein gängiges Instrument der Kritik gegen diese Vergleiche. Ne? Das ja, insofern, diese Vergleiche sind ja immer sehr umstritten, die Singularitätsvergleiche. Man verliert dabei ja häufig das Eigentliche, deswegen ja immer wieder auch den Versuch, neue Vergleichsformen wieder einzuführen, die angemessener sind, ne? Die den Städten mehr gerecht werden oder den Restaurants und so weiter. Dann noch eine, also Unterform natürlich des quantitativ gewichteten Rankings, zum Beispiel Amazon, könnte man näher darauf eingehen. Dann ein weiterer Punkt, Aufmerksamkeitsverteilungen. Auch das ist jetzt der Versuch, jetzt würde ich sagen, das ist im Grunde ein Trick, die Aufmerksamkeitsverteilung, weil die Valorisierungen so schwierig sind von Singularitätsgütern, geht man gewissermaßen eine Ebene zurück. Ja, also in die Ebene 1 der Aufmerksamkeit. Und man misst dann die Aufmerksamkeit und im Sinne eines sicherlich Fehlschlusses schließt man dann von der Menge der Aufmerksamkeit auf die Qualität des Gutes. Ne? Also Quoten bei Fernsehsendungen, Verkaufszahlen bei Büchern und so weiter. Ja, das heißt, das sind auch im Grunde, könnte man sagen, wirklich eine sehr eigentlich krude Art und Weise mit dem Vergleichsproblem bei Singularitätsgütern umzugehen, eben über die Aufmerksamkeitsschiene letztlich zu vergleichen. Aber auch da, das gilt für Singularitätsgüter, ne? Das gilt nicht für Standardgüter. Es gibt Mischformen, Zitationsindizes zum Beispiel. So, ich komme jetzt zum Schluss. Also ich wollte Ihnen klar machen, gerade in der letzten Weise, dass also viele auch der Vergleiche, die wir in der Moderne und gerade in der Spätmoderne haben, dass die im Grunde auch nur zu verstehen sind, eben wenn sie nicht dieser einfachen wenn man sie nicht in diese einfache Rationalisierungs- und Standardisierungslogik einfügt, also sozial das allgemein, sondern sie im Grunde vor dem Hintergrund sieht, dass es hier um Singularitätsgüter geht, dass es um eine soziale Logik des Singulären geht und dass sich jetzt hier diese paradoxe Aufgabe stellt, der Vergleich des Unvergleichlichen. Und das ist eine paradoxe Aufgabe, die erstmal auch einen enormen Aufwand mit sich bringt. Also so leicht
das Doing-Generality-Vergleiche einzubauen. Es ist so schwierig und aufwendig und so umstritten, in das Doing-Singularity-Vergleiche einzubauen. Aber wir machen es ja ständig trotzdem. Und das ist eigentlich auch das Kennzeichen der, könnte man sagen, Valorisierungsgesellschaft. Natürlich, das ist eine Gesellschaft, die auch in hohem Maße weiterhin die standardisierten Vergleiche macht. Das wäre ja naiv zu meinen, dass es die nicht mehr gäbe. Also die Soziologie des Allgemeinen gibt es weiter. Aber ich denke, dass dieser enorme Umfang, auch der soziale Umfang von Valorisierungsgesellschaft, eben gerade durch die Singularisierungsprozesse angeht. Und dass gerade die Singularisierung dann diese Anforderungen stellt, dann teilweise Dinge wieder dann doch in eine allgemeine Logik zu übersetzen. Die Frage ist, verschwinden auf diese Art und Weise Singularitäten, indem man sie am Ende quantifiziert? Das ist ja immer die große Befürchtung, die man auch kulturkritisch hat. Das wäre sicher eine offene Frage. Das wäre ja so ein klassisches Rationalisierungsnarrativ. Also auch über die ganzen Vergleichsformen am Ende hat man dann wieder nur Rationalisierung und Standardisierung. Ich wäre mir da nicht so sicher. Vor allen Dingen muss man auch im Auge behalten, dass gerade diese Vergleichsformen in Bezug auf Singularisierung ja dann dazu führen, dass sich am Ende ja doch wieder absolute Differenzen breit machen, und zwar absolute Differenzen zwischen den Gütern, die als singulär gelten, und den vielen, die nicht als singulär gelten. Also dieser Winner-Take-it-all-Markt, der ja gerade charakteristisch ist für Singularitätsgüter, geht ja häufig durch die Vergleichspraktiken hindurch. Also die Vergleiche machen die Dinge am Ende gerade nicht gleich, sondern sie machen sie eben auch in diesem Falle noch ungleicher. Vielen Dank.